So, da habe ich mich in der letzten Aufnahme schön mit der Zeit verschätzt. Diese eine Folge, die ich aufgenommen hatte, die hatte schon mal über eine halbe Stunde. Deswegen gibt es da zwei Folgen. Das Mikrofon war zum Glück an und ja, dann gucke ich jetzt auf meine Uhr ein bisschen und hoffe einfach, dass ich mich da nicht verpeile. Vielleicht nehme ich mir einfach einen Timer mit. Das könnte ich machen. Das ist eine Idee. So, dann habe ich jetzt einen Timer liegen und dann habe ich immer ein bisschen die Zeit im Überblick. So, da, was ist geschehen? Wir haben hier noch ein bisschen mit den Leuten geredet und wollten uns jetzt dann langsam mal in Richtung Hauptmission aufmachen. Wir latschen da jetzt hin, soweit wie es geht, weil wir wollen ja, wie gesagt, ein bisschen was erkunden von dieser schönen Natur hier. So. Jetzt haben wir zumindest auch mal einen Tischler hier wohnen. Ich meine, wir sammeln uns jetzt hier nach und nach unsere Gemeinde an. Was haben wir bisher? Die beiden Holzfäller, wo wir jetzt auch die Frauen von kennengelernt haben. Und dann die Miriam, die Jägerin jetzt. Und dann jetzt noch den Tischler eben. Das ist ja ganz nett, dass wir hier ein bisschen das Land besiedeln. Nur eine kleine Gemeinde, die kann ja nicht schaden. Und es geht bergauf. Dorette, ich hätte mir eigentlich ein Pferd mitnehmen können. Ich Bongo, ich glaube, ich rufe mir eins, wenn ich dann im Grenzland bin. Ich bin nicht ganz so schlau. Aber gut, das ist für nichts Neues. So, können wir da auch erstmal laufen und da geht es ja dann auch in Richtung Boston. Sind wir mal ein bisschen fix hier unterwegs. Wir wollen immer noch nach Boston, so zielführend, war ein bisschen. Genau, Pferdchen ist gerufen, Pferdchen ist gleich da. Genau, mit dem reist sich dann doch ein bisschen schneller, als wenn wir jetzt alles zu Fuß gehen. Ich will jetzt zwar nicht die Schnellreise benutzen, aber ein bisschen flott vorankommen ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Können wir ein bisschen was sehen. Hui, man sollte natürlich auf den Weg gucken. Nur noch diese Pferde in Assassin's Creed 3. Meiner Meinung nach sehr, sehr. Naja. Das Spiel macht vieles richtig. Es hat natürlich auch seine Fehler, aber was wäre denn ein Spiel, wenn es perfekt wäre? Langweilig, genau. Warte. Da unten steht doch einer. Nein, das wollte ich nicht. Pferd. Sag mal. Komme ich da jetzt nicht hoch, weil da. Sag mal, Junge, weißt du nicht mehr, wie man den Bogen benutzt? Das gibt's ja gar nicht. Ich wollte jetzt den Typen da kurz abschießen und ich krieg hier schon wieder eine Krise mit dem Waffensystem. Also, oh, das ist echt nervig. Also, ich verstehe immer die Leute nicht, die sich über das System in Unity beschwert haben. Syndicate ist es genau das gleiche, ich habe nur Syndicate nie gespielt. Aber ich war sehr zufrieden mit dem Kampfsystem. Klar, es hatte ein paar Bugs und so, aber so von der Waffennutzung her war das sehr genial. Und in Assassin's Creed 3 kriege ich zumindest was Distanzwaffen anbelangt immer wieder eine Krise. Das ist unglaublich nervig. Und ich bin halt eigentlich schon ein Freund von so Distanzwaffen und so. Ich versuche immer den Nahkampf so gut wie es geht zu vermeiden. Erstens, weil in Assassin's Creed 3 relativ langweilig ist und so einfach eben. Und dann halt auch mitunter, weil ja, ich bin so, wir sind Assassine, wir sind ein bisschen sneaky. Ja, da können wir einkaufen gehen. Wir bräuchten ja eigentlich Dinge, Verbrauchsmotor, wir bräuchten ja eigentlich Pfeile. Genau. Und Munition, Hammer, Wurfpfeile. Oh, wir haben kein Geld mehr. Ach schön, gut zu wissen, dass wir kein Geld mehr haben. Nee. Ist so ein bisschen sneaky eigentlich. Und ich meine gerade, okay, wir haben jetzt den Wurfpfeil und so ein bisschen, aber diese. Ja. Ich mag halt einfach lautlose Distanzwaffen vor allen Dingen. Ich habe halt die Armbrust in Assassin's Creed Brotherhood zum Beispiel unglaublich gefeiert.
Und ja, jetzt gibt es halt hier Pfeil und Bogen, aber es funktioniert halt irgendwie nicht so wirklich gut und deswegen. Ich sag mal, doch ein leichtes Kampfsystem ist man auch schnell dazu verleitet, einfach zum Gegner hinzurennen eben und die niederzuschnetzeln, was halt eben in diesem Spiel meiner Meinung nach sehr einfach ist. Das ist auch ein bisschen immer ein persönliches Empfinden und persönliche Kompetenz. Oh, da vorne sind Briten, die umreibt man mal kurz. Nein, 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 nein. Wir reiten mit den Wapitis. So, jetzt haben wir das Problem mit den Pferden hier. Ah, so, da geht ein Weg nach unten. Naja, auf jeden Fall. Ich bin nicht so wirklich zufrieden mit dem ganzen Distanzwaffensystem in Assassin's Creed 3, aber naja. Kann natürlich nicht rüberspringen. So, gibt's hier eigentlich irgendwas Schönes? Mal kurz umgucken hier. Na Jungs, was gibt's da drin? Ah, da kann man spielen. In der Buckman Tavern. Und ein Hund. Was? Zeus Pferd abgeschossen! Hast du gerade deine... Was hat der denn für ein Problem? Bautzi. Ich möchte ihn nicht töten, nur weil er ein Wachhund ist. Nein. Da hat er jetzt kein Herrchen mehr. Er hat ja jetzt kein Herrchen mehr. Er hat ja jetzt kein Herrchen mehr. La 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 la. So da la. Ja, dann halt nicht. Dann geht's weiter. Wer uns nicht haben will, der soll uns nicht haben, sage ich jetzt einfach mal. Klingt blöd, ist es auch, aber naja. Hups. So, was gibt's hier Spannendes? Eine Mühle. Jetzt muss ich ja mal kurz vorbei, Jungs. Stört's euch einfach nicht an meiner Erscheinung. Okay, vielleicht doch. Tschüss. Die haben mein Pferd angeschossen. Ich glaub's nicht. Ja. Was wollt ihr eigentlich, ne? Hast du ein Problem? So. Ja, das ist ein bisschen blöd. Die Pferde hier mit den Golem, mit denen kannst du halt auch nicht wirklich fliehen, weil klar, die werden angeschossen. Okay, ist realistisch, aber es ist nervig. Es ist schon irgendwo nervig. So. Na? Hallo? Ja. Okay. Und wir springen einmal auf und so. Ja, genau. So funktioniert ein Pferdebein. Ich sag doch, die inkompetenten Pferde hier. Es ist ein Traum. Gibt es hier eigentlich irgendwo? Es gab doch Grenzland. Ich sage, es gab immer Aussichtspunkte, aber ich verpeile die immer. Ich glaube, wenn man an denen vorbeireitet, sieht man die da? Ich weiß es jetzt gar nicht. Na, jetzt reiten wir mal trotzdem Richtung Boston. Da oben geht's nach Boston. Wir sind ja damals, als wir hier mit Hazen unterwegs waren, eben aus Boston auch schon mal gekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir hätten auch mit dem Schiff nach Boston reisen können, aber das ist ja wieder Schnellreise. Mir fällt es bloß gerade so ein. So, da la. Einmal Boston, bitte. Es ist ja alles schön und gut hier. Mal gucken, was bei Boston. Wir sollten ja auch zu.
Mein Pferd kann die Farbe ändern. Also nichts Neues. Ah, jetzt sind wir hier wieder in dem Fort, wo wir damals die Sklaven befreit haben von na, Wiese. Dem Sullivan. Und da hinten ist eine Truhe, das habe ich doch gesehen. Da reiten wir mal kurz hin. Okay. Danke. Oh Gott. Da ist eine Truhe, wo wir das Schloss von knacken können. Da probieren wir uns doch gleich mal drin. Es ist mit dem Gamepad wesentlich ekliger. Weil hier, da bewegst du die Maus einmal in die korrekte Position und drückst halt dann jetzt entspannt die Taste. Oder auch nicht, weil es nicht aufgeht. Weiß nicht, was ich jetzt falsch gemacht habe. Ist jetzt offen? Es ist offen. Jawohl. Auf jeden Fall angenehmer als im Gamepad. Man muss ja dann die Sticks richtig halten. Und, naja. So, wir steigen immer von hinten aufs Pferd auf. So macht man das, so läuft das. Genau, so geht das, Connor. Die Bestatter Shelton and Tweed bieten hier Tät und hörende volle Dienste und alle... Nee, in die Richtung wollten wir. Wir wollen ja jetzt zu unserem Ausrufezeichen hin. Vielleicht galoppieren wir nicht gerade an denen vorbei, weil Rennen macht dir immer Rennen und galoppieren macht dir aufmerksam. Wir wollen ja unauffällig bleiben. Wenn ich diesen Mann beim Reiten zusehe, dann bin ich schon so ein bisschen. Dann blutet mein Herz. Aber gut, woher soll er es denn wissen? Servus, Officer. Ein bisschen verwirrt, der gute. Truthähne! Ich glaube, ich spinne. Put, put, put. Und besteigen wieder das Pferd. Aber wir, ach so, wir haben jetzt hier gar keinen Status mehr. So, kann man ein bisschen umgucken. Gibt's hier gibt es doch gleich noch einen Aussichtspunkt. Den nehmen wir doch am besten gleich mal mit, wenn wir schon hier sind. Nehmen wir doch jetzt die Aussichtspunkte mit. Wir haben ja gesagt, ich glaube, ich nehme jetzt sowieso nur noch eine Folge auf. Machen wir doch in der Folge jetzt hier noch so ein bisschen... Habe ich drei Folgen, das passt. Und in der Folge noch ein bisschen Erkundungstour und dann geht es danach weiter mit der Hauptstory. Genau, das ist eigentlich ein guter Plan, den ich mir hier gerade so zurechtlege. Ich glaube, zum Sommeraufnehmen komme ich jetzt dann gar nicht mehr. Eigentlich hätte ich noch gerne, aber es klappt nicht. Ich habe auch noch andere Dinge zu tun. Aber gut, die Spiele rennen ja nicht weg. Auf da! Immer schön spastisch dahinstellen. Ich weiß, spastisch. Spastisch. Spastisch sagt man eigentlich nicht, aber hey, wer bin ich schon? So, jetzt haben wir ein bisschen das Gebiet abgescannt und hier gibt es Geschäftsschweine. Ich nenne die Geschäftsschweine. Ich weiß gar nicht mehr, warum die bei mir Geschäftsschweine heißen. Ist mir egal. Ich mag die. So. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen weiter um hier. Was können wir denn hier gerade tun in dem Bereich? Gar nichts. Davon ist noch ein Aussichtspunkt. Die nehmen wir auch noch schnell mit, oder? Ja, da lache ich auch immer drüber. Eine Kuh! Oh, ich finde das so süß. Dass man hier so mit den Tieren interagieren kann. Das ist nicht so goldig. Das ist so goldig. Das macht diesen Mann um einiges sympathischer. Weil er sowieso schon so komisch ist. Nein, das ist auch wieder so ein Ding. Spielecharaktere, die man mag. Ich weiß nicht. Wann mag man einen Spielecharakter? Ich glaube, wenn man... Ja,
das beurteilt man ja ein bisschen so, wie man auch echte Personen eigentlich mag, oder? Kann ich mir zumindest vorstellen. Deswegen ist es halt eben eigentlich meiner Meinung nach sehr wichtig, dass das richtig, ja sag mal, dass das richtig rausgearbeitet ist im Spiel. Dass sich da auch Mühe gegeben wird für den Spielcharakter, vor allen Dingen für den Protagonisten. Und ja, das muss man mal so sagen. Tschüss! Wieder eine schöne Sicht auf Boston. Boston. So, und da unten ist wieder der Heuhaufen. Das ist auch etwas sehr Unrealistisches. Ich meine, aus einer gewissen Höhe kann man das bestimmt noch machen. In so einen Heuhaufen springen, da passiert einem nichts. Das ist genau das gleiche wie so eine Matratze, aber es gibt dann Höhen, da ist es egal, worin du landest. Das ist genau das gleiche, wie es sich mit Pferd, bist du doof? Mit Wasser verhält tatsächlich. Also, manche Leute meinen ja, das Pferd hat sich festgebackt. Nein! Ja, ich bin wieder raus. Durch Trick 17. Nein, tatsächlich, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Irgendwas mit den Spielcharakteren. Oder war ich da schon fertig mit? Nein, ich war schon wieder bei einem ganz anderen Thema. Genau, nämlich Wasser. Genau, wenn ich ab einer gewissen Höhe in Wasser springe, dann verhält sich Wasser wie ein Boden. Wie Asphalt. Das ist, da zerschelle ich dann auch drauf. Also, was habt ihr denn alle? Entschuldigung, dass ich mit meinem geklauten Pferd durchreite. Ja, das ist leider immer so ein bisschen, deswegen, so eine gewisse Distanz. Ich meine, die Kirchen in Boston sind jetzt nicht hoch, aber wenn du mal die anderen Assassin's Creed Spiele da reinschaust, mit den richtig alten Kirchen, mit den Renaissance- und Gotikkirchen, diese riesigen Türme da, ja, da wird es dann schon ein bisschen unrealistisch. Assassin's Creed 3 geht sogar noch ein bisschen, aber ab so einer gewissen Höhe, da ist es dann zu viel. So, erstmal schön hier über den Friedhof latschen mit dem Pferd. Alles kein Problem. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Irgendwo würde es ja auch ein bisschen den Spielspaß lindern, wenn alles komplett realistisch in so einem Spiel wäre. Das muss man jetzt halt auch mal dazu sagen. Da hinten ist eine Kiste. Die will ich haben. Deswegen, Pferd, du wartest hier. Und wir holen uns die Kiste. Okay. Du willst von den Dächern weg? Kann ich verstehen. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. So. Deswegen, ich erleichtere dich. Schön, dass denen so ein Pfeil nichts ausmacht. Never und nie. Du greifst mich ja nicht an, ne? Nein. Süßes Wachwauzi. Ich meine, ich mag jetzt zwar solche Hunde nicht so ganz gerne, aber sind auch Hunde. Ah, nach links und nach rechts erstmal. Oh Gott! Okay, es ist doch nicht so einfach. Es waren in den letzten Malen einfach nur Glück. Ich sag's dir. Bitte sag mir, dass sie offen ist. Ja, oh Gott, oh Gott. Hey, wer hat sie? Oh! Praktisch! Praktisch, dass mir mein Pferd hier hinterherläuft. Das ist ja sehr nützlich. Das ist sogar so ein kleiner Durchgang. Aus dem Weg, die Post ist da. So, da. Jetzt geht's schnell zum... Was heißt schnell? Schnell. Jetzt geht's in Richtung Hauptmission.
Weil. Ich habe jetzt noch mal eine Folge voll. Wir haben jetzt drei Folgen, ja, ohne Hauptstory, sag ich mal. Ich zähle die dann einfach ein bisschen zu Nebengeschichte und Erkunden und so. Und dann geht's in der nächsten Folge mit der Hauptstory weiter, würde ich sagen. Danke fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Das hat sich jetzt heute voll rentiert, aber naja, irgendwie habe ich gerade keine Lust mehr zum Aufnehmen. Ich muss auch noch was anderes machen, ehrlich gesagt. Deswegen warte ich da lieber, bis ich einen besseren Zeitpunkt habe. Jetzt habe ich zumindest drei Folgen nochmal und dann geht es bestimmt auch ein bisschen besser. Das Wochenende naht ja schließlich auch. Bis dahin.